Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Wie versprochen werden wir jetzt erstmal den Mörder finden hier und wir hören uns mal diese Aufnahme an. Die Nexus gegen Kolonist Nilken. Beweisstück 7a. Hiram! Hiram! Sie haben die Anlage eingenommen! Du musst die Evakuierung anfordern! Wir werden nicht aufgeben, Nilken. Wir holen sie zurück. Nein! Ich lasse nicht zu, dass dein Ego uns umbringt. Und wenn ich dich... Nein! Haltet ihn zurück! Haltet ihn zurück! Okay, wir haben jetzt die Aufzeichnung gehört. Jetzt müssen wir mit der Zeugin sprechen. Die ist in der Kommandozentrale, nicht wahr? Einsatzteam-Mission. Das würde ich auch mal gerne mal machen. Was ist das hier genau? So, Missionen, Liste, Bewegung des Feindes stören. Okay. So, einen Fluchtweg sichern. Wählen Sie, ob Sie die Mission im Multiplayer absolvieren oder... Ach, das können wir im Multiplayer auch machen. Interessant. Missionsfunds. Gold Credit Box. Gold Mineralien Box. Was können wir hier machen? Ich mach's einfach mal. Ich mal gucken, was passiert. Ich weiß es ja nicht. Ich muss gucken, wie das funktioniert. Aber es hat, glaube ich, das ähnliche System wie bei Dragon Age Inquisition. Benötigte Zeit 3 Stunden. Okay. 3 Stunden braucht das. Okay, machen wir es einfach mal. Machen wir erstmal die erste Mission. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. So, jetzt reden wir erstmal mit dieser Frau in der Kommandozentrale. So. Cassidy Shaw, ich möchte gerne mal mit Ihnen reden. Cassidy Shaw, ich bin Scott Ryder. Ich untersuche den Mordfall Nilken. Oh Mann, ich dachte, das wäre erledigt. Haben Sie die Audioaufzeichnung des Streits gehört? Ja. Ich habe geholfen, ihn von Chief Reinholds wegzuziehen. Man hat in seinen Augen gesehen, dass er ihn töten wollte. Und dann im Sandsturm? Ich hatte den Chief ziemlich gut im Blick. Er hat Nilken direkt angesehen und Nein geschrien. Dann explodierte seine Brust. Ich werde das nie vergessen. Der Ausdruck in seinem Gesicht war der pure Schock. Okay, teilten Sie die Meinung des Chiefs? Reinholds führte Sie zurück, um die Anlage wieder zu übernehmen. Waren Sie damit einverstanden? Es stand mir nicht zu, einverstanden zu sein oder nicht. Er war der befehlshabende Offizier. Rückblickend ist es natürlich nicht ohne Ironie. Wäre er nicht getötet worden, wären wir jetzt wahrscheinlich alle tot. Waren Cat auch da? Haben Sie in der Nähe Cat gesehen? Nilken hat es behauptet, aber ich habe keine gesehen. Es war allerdings ein schwerer Sandsturm. Man konnte nicht viel erkennen. Hat Nilken es bedauert? Wirkte Nilken, als würde er es bedauern? Ich habe Nilken in dem Chaos aus den Augen verloren. Als wir ihn fanden, wirkte er wie unter Schock. Er konnte nicht sprechen. Ihm schien übel zu sein. Könnte Schuld gewesen sein. Die Erkenntnis, was er getan hatte. Warum war der Chief schockiert? Wenn sie gestritten haben und Nilken sogar gedroht hat, ihn umzubringen, warum war Reinholds dann überrascht? Freunde streiten und sagen Dinge, die sie nicht so meinen. Verletzen einander manchmal sogar. Aber du rechnest einfach nicht damit, dass dein bester Freund dich erschießt. Für mich ist das Traurigste daran. Das Herz des Chiefs wurde gebrochen, direkt bevor es explodierte. Vielen Dank für diese Information. Vielen Dank für die Information. Nichts zu danken. Es macht mir zu schaffen, dass wir ihn zurücklassen mussten. Er hätte ein ordentliches Begräbnis verdient. Die Leiche wurde also nie untersucht. Immerhin ein wichtiges Beweisstück bei einer Mordermittlung. Ten hat eine Mission, um ihn zurückzuholen, nicht genehmigt. Zu gefährlich, hat er gesagt. Dann sprechen wir mal wieder mit Ten. Ich finde es immer interessant, dass so eine Citadel oder so ein Klon einer Citadel... Wow, guckt euch das mal an. Alter Falter. Und so sieht die Citadel auch aus. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Citadel sieht ja auch so aus. Mit diesen ganzen Armen. Und diesen kleinen Städten da unten. Aber ich sagen wollte, die Citadel
oder jetzt die Nexus suchen sich immer Orte aus, die in Nebel stecken. Ich finde diese Idee gar nicht mehr so schlecht. Da sind sie immer in guter Sicherheit. Finde ich sehr interessant. Dann reden wir jetzt mal mit Ten. Wo ist denn der? Ach, da ist er. Oh Mann. Oh, ich liebe dieses Spiel so sehr. Es ist mir egal, was die ganzen Leute gerade sagen über das Spiel. Mit dem Hate, mit den Bewegungssteuerungen. Hat man ja gerade gesehen, wenn ich jetzt hier laufe, wie er sich bewegt. Das ist mir sowas egal. Das ist BioWare's Art. Das ist einfach die Art, wie BioWare Spiele macht. Und da rege ich mich nicht so künstlich auf oder flame das Spiel zu Tode. Es ist einfach ein BioWare-Game und ich liebe BioWare. Ich liebe die Mass Effect-Reihe. Und jetzt reden wir mal mit Direktor Than. Ryder, Sie mögen eine wenig schmeichelhafte Meinung von mir haben, aber ich möchte Ihnen wegen Ihres Vaters mein Beileid aussprechen. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Ich werde sie finden. Was ist mit Ihnen passiert? Haben Sie irgendeine Ahnung, wo Sie sein könnten? Nein, es gibt keinerlei gesicherte Informationen. Aber abertausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Ich untersuche die Mordanklage gegen Nilken Rancis. Und? Ich möchte nach Eos fliegen und Chief Reynolds' Leiche bergen. Das gehört normalerweise nicht zu den Aufgaben eines Pathfinders. Der erste Mord in Andromeda. Und ich bin unparteiisch. Ich dachte, Sie würden wollen, dass die Sache korrekt abgewickelt wird. Die Besiedlung eines Außenpostens hat zwar Vorrang, aber im Prinzip habe ich keine Einwände. Sachbeweise werden den Fall nur noch eindeutiger machen. Je sicherer wir sind, desto besser. In Ordnung, aber gehen Sie diskret vor. Die Leute sollen nicht denken, dass wir den Fall neu aufrollen. Ich hoffe, was immer Sie finden, bestätigt das bisherige Verfahren. Und falls nicht, kriegen wir das auch irgendwie hin. Wir senden Ihnen die Koordinaten des Tatorts. Ich danke Ihnen. Ich möchte gerne mehr über die verschollenen Archen reden. Können Sie mir noch mehr Informationen über die verschollenen Archen geben? Nein, und das ist der beunruhigende Teil. Die Archen der Asari, Turianer und Salarianer sind einfach verschwunden. Falls Sie dieselben Probleme mit der Geißel hatten wie wir, befürchte ich das Schlimmste. Sollten Sie also irgendwelche Hinweise finden, gehen Sie ihnen bitte nach. Das mache ich. Ohne die anderen Archen kann das Versprechen der Initiative niemals wahr werden. Gibt es noch andere Archen, die wir erwarten sollten? Wir hatten gehofft, die Quarianer würden ein Teil der ersten Welle sein. Aber vor dem Start 2185 erfuhren wir, dass sie technische Probleme mit ihrem Schiff hatten. Angeblich sollten sie auch Drell, Hanar und andere Spezies mitbringen. Die vielen biologischen Anforderungen sorgten für Komplikationen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie da sind. Schade. Ich habe mich schon gewundert, warum die Quarianer nicht kommen. Was muss ich bei der Lebensfähigkeit eines Planeten berücksichtigen? Wenn der Planet Leben ermöglicht, brauchen wir einen Außenposten. Die Leute wollen ein Dach über dem Kopf. Und die Bedrohungen muss man eliminieren. Ob das nun die Cat oder andere Schrecken sind, die in Helios lauern. Wenn ständig Kolonisten ermordet werden, kann das entmutigend wirken. Eine weitere Priorität für jeden Pathfinder sind die Erkundung und Kartografierung des Geländes. Und vergessen Sie die Aufklärungsposten nicht. Die sind wichtig. Was können Sie mir über diese Aufklärungsposten sagen? Ich hatte schon befürchtet, dass Sie das fragen. Ich kann dazu nur wiedergeben, was die Techniker mir gesagt haben. Ein Aufklärungsposten ermöglicht Einsatzteams Bergbau und die Reparatur von Ausrüstung und sichert die Nachschubversorgung. Wer würde das nicht wollen? Aber da bisher jeder Kolonisierungsversuch gescheitert ist, bleibt das vorerst nur Theorie. Sie werden die Sache testen, Ryder. Mach ich wohl. Als Direktor der Initiative haben Sie hier vermutlich das Sagen, richtig? Das hätte ich, wenn die anderen es zulassen würden. Sie sehen mich aber nicht als rechtmäßigen Nachfolger. Warum zweifeln Sie? Welches Problem haben Sie mit Ihnen? Ich bin nicht Gian Garson. Unsere Gründerin hatte Charisma. Sie war exzentrisch, überlebensgroß. Merkmale, die ich gar nicht erst nachzuahmen versuche. Sie und ihr innerer Kreis kamen durch die Geißel ums Leben. Andere wurden von den Exilanten getötet oder sind nie aus der Stase erwacht. Ich war zweiter Assistent im Ertragsmanagement. Dann starben alle 7 Personen über mir und die Leitung fiel mir zu.
Dann sind Sie also ein Buchhalter? Lassen Sie sich davon nicht täuschen. Wir alle sind so mehr fähig, als wir wissen. Als ich jung war, übte die Erkundung des Weltraums eine große Faszination auf mich aus. Aber das Leben ist voller Umleitungen und ich schlug eine andere Richtung ein. Dann hörte ich von der Initiative und sah meine Chance, den nicht gegangenen Weg doch noch zu gehen. Und auch wenn ich vielleicht keine neuen Welten betrete, kann meine Autorität doch sicherstellen, dass Sie es tun. Natürlich. Tut mir leid. Und wie läuft das Ganze dann ab? Theoretisch kümmert Cash sich um den Betrieb der Nexus, Kandros leitet die Miliz und Edison hat die Kolonialverwaltung unter sich. Ich bin so eine Art Oberaufseher. Praktisch argumentieren, debattieren und schreien wir so lange, bis eine Entscheidung gefällt wird. Wenn wir Glück haben. Es kann einen wahnsinnig machen. Die Andromeda-Initiative. Was können Sie mir sonst noch über die Initiative erzählen? Sie stellt die größte Migration dar, die je in Angriff genommen wurde. Nie zuvor hat sich jemand über die Milchstraße hinausgewagt. Wir alle haben unsere Heimat zurückgelassen, um nach Freiheit, Glück und vielleicht einem Neuanfang zu suchen. Wir sind die mutigsten Seelen unserer jeweiligen Spezies. Und ich hoffe, die Nexus wird als Sitz unserer gemeinsamen Regierung dienen. Ja, Völker auf der Nexus. Die Nexus ist ein echter Schmelztiegel. Die Nexus ist die Heimat mehrerer Spezies der Initiative. Viele trafen vor den Archen hier ein. Wir hoffen, dass diese Station eines Tages den Regierungssitz in Andromeda bildet. Obwohl ich mir nicht sicher bin, was man sich dabei gedacht hat, auch Kroganer aufzunehmen. Wir Salarianer halten grundsätzlich nicht viel von ihnen. Und meine Erlebnisse hier haben meine Meinung nicht geändert. Warum mögen Sie die Kroganer nicht? Es ist allgemein bekannt, dass sie eine gewalttätige, ignorante Spezies sind. Vor langer Zeit haben sie untereinander Atomkriege geführt. Ihr Planet war stark dezimiert. Mein Volk hat versucht, sie zu unterstützen. Aber die Kroganer haben es nie geschafft, ihre eigenen schlimmsten Instinkte zu zähmen. Was passiert, wenn sie ihr Naturell nach Andromeda bringen? Wir würden alle sterben. Es klingt, als hätte die Nexus eine schwere Zeit hinter sich. Öffentlich würde ich sagen, wir sind der Herausforderung mehr als gewachsen. Aber unter uns, es war eine Katastrophe. Die Geißel hat hunderte Opfer gefordert. Unter ihnen auch viele unserer Anführer. Selbst die Gründerin der Initiative, Gian Garson, ist tot. Wie ist Gian Garson gestorben? Zusammen mit der übrigen Führungsriege. Als die Nexus auf die Geißel prallte, wurde ein großer Flügel mit Stase-Kapseln zerstört. Sie waren sofort tot. Sie waren 600 Jahre lang gereist und starben, ohne vorher wieder aufzuwachen. Gian Garson hat Helios nie gesehen. Sie hat nicht miterlebt, wie ihre Vision Wirklichkeit wurde. Kandros hat erwähnt, dass sie auf die Geißel geprallt sind. Wie ist das abgelaufen? Kriminelle Elemente haben sich die Notsituation zunutze gemacht und die Ängste der Leute ausgenutzt. Anschließend kam es zu einem Aufstand. Uns blieb keine Wahl. Wir brauchten die Kroganer, um mit ihnen fertig zu werden. Sie schlugen die Meuterei nieder und die Verbrecher wurden verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ich bin sicher, wir werden noch von ihnen hören. Ihre Anführerin ist eine Gesetzlose namens Sloane Kelly. Sie war früher eine von uns. Wer ist diese Sloane Kelly? Sie war die Leiterin der Nexus-Sicherheit. Anfangs war sie gegen den Aufstand, aber dann wurde sie zur Verräterin und schloss sich ihnen an. Fehlgeleitete Sympathie für die Bürde des gemeinen Bürgers. Blödsinn. Sie waren eine direkte Bedrohung unserer Existenz. Es scheint hier nicht sonderlich viele Kroganer zu geben. Nein. Und ich bin darüber nicht traurig. Die Kroganer forderten ein größeres Mitspracherecht in politischen Fragen. Und das ist das Letzte, was wir brauchen. Sie sind Muskeln, sonst nichts. Sie können kämpfen und schwere Lasten tragen. Als sie nicht bekamen, was sie wollten, sind sie gegangen. Okay, auf Wiedersehen. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Wie Sie so treffend bemerkt haben, brauchen wir einander. Unser beider Zukunft hängt vom Erfolg des anderen ab. Da hast du recht.
Ich guck mal eben, was wir machen können, was wir noch für Quests haben. Moment mal, hier war noch was. Moment. Erster Mörder. Nexus. So. Abgeschlossene Mission, zusätzliche Aufgaben. Das Sphärenmodell. Den Anhänger. Ah, okay, das müssen wir noch machen. So, Helios-Aufgaben. Nexus. Okay. Die verschollenen Archen. Ja, wie sollen wir ihn finden? Das ist die Frage. Warte mal, ich habe ja noch andere Quests, oder? Priorisiert offiziell um ein besserer Anfang. Da müssen wir eigentlich als erstes hin, zu unserem Schiff. Und das machen wir jetzt mal. Bitte melden Sie sich am Ankopplungsbereich der Imperium. So. Dann wollen wir mal. Gehen wir zu unserem Schiff. Wir weisen darauf hin, dass die Andockprozeduren den... Sie bleibt der Vater stehen. Andockbucht, Kryostation, Habitation, Andockbucht. Da muss ich wahrscheinlich hin. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Da kommt das Schiff. Das ist die Tempest. Wow. Schick. Nicht schlecht. Sehen wir sie uns mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Wieso? Was ist los? Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Moment mal. Sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Gibt's ein Problem? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Was auch immer passiert ist, ich war's nicht. Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit ihrer Familie hier, oder? Und ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß, ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Puh, nicht übel. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Eine weibliche Turianerin. Und unser Schiff, jemand, der die wirklich Tempest. Etwas bewegt, oh, und nicht schön. Nur darüber redet. Die ist echt schön, die Tempest. Erinnert mich ein bisschen an die Normandy, muss ich schon sagen. Erinnert mich wirklich ein bisschen an die Normandy.
Vor allem die hinteren Triebwerke erinnern mich sehr stark daran. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung. Und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Schön, dass es Ihnen so gut geht, Scott. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Das wird ein Abenteuer. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Ich schaue mich erstmal auf der Tempest um, hallo? Ich will mich erst auf der hallo? Ich will mich auf diesen Normandy-Klon gerne anschauen. Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Ja, aber ich schaue mich erst um. Der Meetingraum. Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Okay. Sie beobachtet offenbar meine Schritte und das mag ich nicht. Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Das ist schön. Dann gucken wir mal hier rein. Das ist das Biolabor. Wir können Pflanzen großziehen, haben damit Lebensmittel und Sauerstoff und können zudem diverse Exemplare sicher aufbewahren. Das ist schön. Liam. Pathfinder, sehen Sie sich mal dieses Spielzeug an. Das ist ein sehr schönes Spielzeug. Wir scheinen zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Für neues Spielzeug bin ich immer zu haben. Wir können hier mit alten Kram wiederverwerten. Zum Beispiel alles, was Sie sich auf Habitat 7 geschnappt haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Dann sammeln wir Schrott. Gut, wir bauen auf uns selbst. Wir sind auf uns gestellt. Zum Wohle aller anderen. Das ist es, was Pathfinder jetzt bedeutet. Tja, dann können sich alle wirklich glücklich schätzen. Diese Tech ist der Hammer. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Ich würde mal gerne ein Normandy vs. Tempest Duell machen. Was haben wir? Forschung. Wählen Sie Forschung mit den Forschungsdaten, um neue Baupläne und Verbesserungen freizuschalten. Wählen Sie Entwicklung aus, um die erforschten Baupläne und gesamten Materialien, Ausrüstung und mit Upgrades herzustellen. Machen wir erstmal Forschung. Eins nach dem anderen. Oh. Wir haben Waffen, Panzerung, Verbesserung. Panzerung. N7 Armschutz. Wie viel habe ich denn hier? FT aus Forschungsdaten. Wie viele Forschungsräte jetzt unterschiedliche Forschungsdaten? FD-Milchstraße Helios erlegt. Okay, ich teste das jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie genug Zeug, was ich benutzen kann. Helios-Technologie, unbekannte Technologie. Okay. Verbesserung, was haben wir hier? Was? Flugschmiermittel? Ach du Schande. Ich glaube, das werde ich alles im Geheim erforschen müssen. Also im Offscreen. Das ist ja richtig viel. Was haben wir in der Entwicklung? Oh, hier haben wir schon ganz viel. Weil ich auch schon ganz viel gescannt habe. Helm. Erforderliche Materialien anzeigen. Was brauche ich dafür? Habe ich 20 von 10 bräuchte ich. Weiches Chitin. Also ich muss jede Menge Zeug sammeln. Oh mein Gott. Was mir fehlt, ist das letzte. TI. Was ist TI? Titan. Oh mein Gott. Das wird Spaß werden.
Das wird ein Spaß. Dann gucken wir uns mal hier um. Was haben wir hier? Unser Tech-Labor ist der Traum jedes Ingenieurs. Perfekt für diffizilste technische Arbeiten aller Art. Sieht schön aus. Hey! Hey! Also ganz ehrlich, der Antriebskern sieht aus wie der Tantalus-Antriebskern der Normandy. Wir sind fast unterwegs. Hallo! Endlich. Ich muss nur noch diesen Download von der Nexus abschließen. Na gut. Es wird alles für den Start bereit sein. Was haben wir hier? Wow, das sieht wirklich aus wie der Tantalus-Antriebskern. Hallo. Können wir später reden? Ich muss noch einige Anpassungen in letzter Minute vornehmen. Sie ist bereit, wenn Sie es sind. Schicker Kern. Aber es sieht wirklich aus wie ein bisschen wie der Tantalus-Antriebskern. Nicht schlecht. Ich gehe mal nach unten hin. Was haben wir denn da unten? Da ist Vectra. Frachtsicherung und ich überprüfe, ob alles an Bord ist. Die Brücke meldet, es kann losgehen. Okay, Cover. Bestätige, Nexus. Letzte Befehle. Wir sind startbereit. Flugplan, Kommandozugriff. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Was ist das denn hier für ein Raum? Ich will mich erstmal ein bisschen hier umschauen, hallo? Das ist die Tempest, das ist ein schönes Schiff. Was haben wir hier? Hier schläft der Großteil der Crew. Gemütlich, was? Aber in ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Das glaube ich. Will einer mit in der Couch schleppen? Okay. Interessant. Aber ich muss sagen, ist doch gar nicht mehr so schlecht. Das sieht ja schön aus hier. Wow. Warte mal. Es hat zwei Eingänge ins Badezimmer. Von dort und da? Interessant. Die Küche. Nice. Sieht schön aus hier. Da war noch ein Raum auf der linken Seite. Die Krankenstation nehme ich mal an. Hallo Lexi. Hallo Ryder. Verzeihung, ich muss dafür sorgen, dass wir alle Krankenakten von der Nexus haben. Kommen Sie nach dem Start vorbei, dann können wir reden. Okay, ich kann erst mit den Leuten offenbar reden, wenn der Start vorbei ist. Dann gehe ich mal hier rein. Oh. Das ist das Quartier des Pathfinders. Ihr Quartier. Sams Router ist auch da unten. Kleidungspanzerungsanpassung. Das möchte ich gerne machen. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Oh, die Jacke gefällt mir. Die Jacke gefällt mir. Sieht richtig schick aus. Das ist toll. Nee, ich lasse die Jacke an und mache die Farbe anpassen. Outfitfarbe. Outfitfarbe, was haben wir denn da? Oh, ich kann das richtig anpassen. Das ist ja mal geil. Das ist ja cool. Ich glaube, ich mache mal auf Rot. Outfitfarbe 2. Ah, das ist... Ey, das ist ja mal stark. Das ist ja mal cool. Machen wir das doch mal eben ganz kurz. So, und Outfitfarbe 3 ist blau. Da möchte ich gerne was anderes haben. Hey. So. Und warum habe ich jetzt... Hä? Farben anpassen. Nochmal. So. Okay, das ist der... Na komm, warum macht er das jetzt nicht? Das gefällt mir so.
Das würde ich jetzt gerne so lassen. Was haben wir hier? Autotönung. Eigentöne. Gefällt mir auch. Ich hoffe, das ist jetzt richtig so. Warum macht er das nicht? Ich will das gerne so haben, wie ich es gerne haben wollen würde. Also irgendwie macht er das nicht. Seltsam. Ach, guckt euch mal diesen Ausblick an. Ist das nicht schön? Was haben wir hier? E-Mail-Terminal. Benutzen. Carrie Tibesse. Hallo, ich bin eine unabhängige Dokumentarin. Kurz bei meinem 8. April wirklich Hilfe brauchen. Es wird für das... Können wir uns im Gespräch nächstes Mal treffen? Okay, können wir auch machen. Nomad-Lackierung. Tabula Rasan-Lackierung. Okay. Ich kann offenbar nicht mein Outfit anpassen, aber die Jacke kann ich wählen. Bäh. Dann gehen wir die Leiter hoch. Darf ich sagen, bevor ich auf die Brücke gehe, beende ich hier die Folge und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao.